Der namenlose Held hat sich auf dem Bauernhof als Tagelöhner verdingt. Lobards Bauernhof war das. Das hat ihm für 30 Goldstücke Landarbeiterkleidung eingebracht. Naja, besser als nichts. Besser als die modische Lederunterwäsche von vorher. Und da vorne, bei dem Händler Kanter, hat er sich auf einen Handel eingelassen, der hoffentlich nicht zu einer großen Katastrophe wird. Kanter hat dem Helden einen Passierschein für die Stadt gegeben, nämlich seinen eigenen. Und dafür ist der Held Kanter einen Gefallen schuldig, sobald er in der Stadt auf Kanter trifft. Was sich wohl nicht vermeiden lassen wird. Da ist ein Blutfliegelein. Und tschüss. Ach, der Typ da vorne, ich glaube, der hat was mit dem Add-on Nacht des Raben zu tun. So dunkel ist mir was. Ich spreche ihn mal an. Wer bist denn du? Psst. Hey du, komm mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es noch mal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Ein Pirat. Unzweifelhaft. Wie geht's? Wie steht's? Lange nicht in Antigua gewesen? Oder in Takarigua? Er fragt, ob ich mir Goldstücke verdienen möchte. Du siehst nicht aus wie jemand, der Goldstücke hat. Das sollte ich ihm nicht sagen. Versteckst du dich vor jemandem? Ach was, so ein Unsinn. Ich stehe nur gerne zwischen den Bäumen, damit mir der Wind nicht direkt ins Gesicht weht. Aber was ist jetzt mit dir? Willst du den Job? Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, einen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen. Habe ich recht? Jetzt kann ich ihm entweder die Bauernkleidung geben oder den Passierschein. Wie hieß das, als ich auf Lobards Bauernhof gelaufen bin? Zieh dir Bauernkleidung an und erzähl den Wachen, dass du von Lobards Hof kommst und was in der Stadt zu tun hast. Zum Beispiel zum Schmied gehen oder irgend sowas. Dann lassen sie dich durch. Die Geschichte kann ich ja immer noch anwenden. Dann könnte ich ihm meinen eben erst errungenen Passierschein abgeben. Ach, warum nicht? Ein Wackerbund mehr der Hafenstadt. Wen interessiert das schon? Ich habe hier einen Passierschein für die Stadt. Ach so. Ich soll jetzt so tun, als wenn ich ein Bürger der Stadt wäre, oder wie? Jetzt guck mich doch mal an, Junge. Das glaubt mir doch keine Sau. Meine Bauernkleidung bekommst du aber nicht. Auf keinen Fall. Wie wär's mit Bestechung? Tja, wenn das bei mir funktionieren würde, hätte ich das sicher schon versucht. Och nee. Gibt's echt keine andere Wahl? Ach. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet! Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung. Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Mach's gut. Wie wär's mit deiner alten Rüstung? Die hätte ich ganz gern. Ach, Greg. Warte mal. Eine Sache noch. Hör zu, Kleiner. Ich habe im Moment wichtige Dinge zu erledigen. Wir werden uns später unterhalten. Klar? Ach je.
Na gut, Respekt vor dem Helden hat hier keiner. Dann muss ich mich in abgerissener Kleidung mit dem Passierschein irgendwie durchmuggeln. Hoffentlich klappt das. Halt! Was denn? Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Warum nicht? So abgerissen, wie du aussiehst, machst du hier bestimmt nur Ärger. Wir haben schon genug Gesindel in der Stadt. Leute ohne Geld können wir nicht gebrauchen. Wo hast du das denn schon wieder her? Ich habe einen Passierschein. Tatsächlich? Und wen hast du dafür umgelegt, du Halsabschneider? Wollt ihr mich jetzt reinlassen oder nicht? Na, geh schon rein, bevor ich es mir anders überlege. Okay, das hat geholfen. Und Greg wird nicht mal angesprochen. Oh nee, der Typ. Ich erinnere mich finster und es ist nicht schön. Wo hast du das denn schon wieder? Halt, Fremder! Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Wir können nur abwarten. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. War genauso, seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Aha. Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Ja. Es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiz sie nicht nach oben rein, wenn du in der Stadt bist, klar? Ich hab mir das. Aber wenn ich doch fremd bin, dann kann ich doch gar nicht für die Taten verantwortlich sein, die vor meiner Ankunft stattgefunden haben. Wir können nur abwarten. Gut. Erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Davon noch Fragen? Ich lieber die Finger. Ja, ich habe nicht zugehört. Kannst du nochmal wiederholen? Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel. Mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Aha. Glaubst du wirklich daran? Ich werde ihm nicht sagen, dass ich eine Nachricht für den Anführer der Paladine habe. Das. Nee, das meine ich. Das glaubt er mir sowieso nicht. Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. So will es der Brauch hier in Korinis. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Na, da passe ich am besten hin. Ich hab was anderes. Wie komme ich zum oberen Viertel? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ich weiß gar nicht, du bist kein Bürger dieser Stadt. Du kannst dir den Weg sparen, die Wachen werden dich nicht einlassen. Der gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Verstehe. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord André in der Kaserne. Wir können nur. Verstehe. Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Wie kannst du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Das habe ich noch gar nicht. Blas dich mal nicht so auf. Vor kaum 3 Wochen hatte ich noch eine antike magische Erzrüstung an. Die hast du noch nie gesehen, du Pimpf, du. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord André hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Es wird dunkel. Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht.
Aha. Das war doch klar. Ich muss weiter. Solange du in Korinis bist, kannst du dich sicher fühlen. Die Paladine des Königs wachen jetzt über diese Stadt. Du hast ja nicht mal eine Waffe dabei, du Vogel. Ach ja, Korinis. Ich hab's gerade noch vor Einbruch der Nacht geschafft, hierher zu kommen. Nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ah, da ist ein dicker gelber Stern. Hm. Na gut, ich mach mich mal direkt auf zum Marktplatz in dieses Hotel, um da zu schlafen. Hoffentlich quatschen mich nicht so viele Leute an. Und dann... Ach, hey, du, warte mal. Du kommst mir bekannt vor. Was willst du? Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Ah, richtig. Hier, dieses Bild haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir vor einigen Tagen aufgegriffen haben. Das sieht dir ziemlich ähnlich. Anscheinend haben die Kerle dich gesucht. Da wäre ich jetzt gar nicht von alleine drauf gekommen. Sehr witzig. Was wollten diese Kerle von dir? Frag sie doch selbst. Ihr habt sie doch sicher eingelocht, oder? Nein, die sind tot. Dann werden wir es wohl nie erfahren. Falls du in Schwierigkeiten stecken solltest, sprich mal mit Lord André. Vielleicht kann er dir helfen. Du findest ihn in der Kaserne. Pablo. Nee, das ist keiner aus der Gefangenenkolonie. Ich hatte kurz überlegt, ob das der Typ war im neuen Lager, dieser komische Schmied, bei dem ich Stärke lernen konnte. Aber der hieß nicht Pablo, oder? Oh je. Zum Marktplatz geht's meiner Erinnerung nach hier durch. Dann hier herum. Und da ist Watras, aber eins nach dem anderen. Und ich glaube, hier vorne rechts, das ist das Hotel. Und dort werde ich jetzt den Held mal aufs Ohr legen. Heilen. Schlafen. Ah, Kundschaft. Was kann ich für dich tun? Anna, hallo. Ich suche ein Zimmer. Da bist du hier richtig. Einer der Paladine hat mir gesagt, ich könnte hier umsonst übernachten. Ja, ja. Geh einfach die Treppe hoch. Wir haben noch ein oder zwei Betten frei. Gut, danke. Warum bezahlen die Paladine das alles? Ich weiß auch nicht, was das alles soll. Ich denke, zum einen wollen sie die armen Schlucker von der Straße holen, damit die keine Dummheiten machen. Und zum anderen wollen sie sich mit den fahrenden Händlern gutstellen. Jetzt, wo die Bauern sich auflehnen, sind wir auf die Versorgung durch die Händler angewiesen. Außerdem, denke ich, wollen sie die Stimmung in der Stadt ein bisschen anheben. Lord André hat ja auch angeordnet, dass am Galgenplatz Freibier ausgeschenkt wird. Also wenn ich diese Frau sehe, ich sehe nur Brüste. Wie geht's euch? Wer übernachtet hier zurzeit? Es sind fast alles fahrende Händler vom Markt. Aha. Denk nicht mal dran, dich an ihren Sachen zu vergreifen. Ich will ja keinen Ärger haben. Hm. Ich habe ein paar Fragen zur Stadt. Erzähl mir was über die Stadt. Auch wenn es im Moment nicht so aussieht, ist Korinis eine der reichsten Städte des Königreichs. Doch seit dem Krieg mit den Orks ist der Handel fast komplett zum Erliegen gekommen. Der König hat die gesamte Handelsflotte in den Kriegsdienst beordert, sodass zurzeit kaum noch ein Schiff im Hafen anlegt. Das Angebot an Waren ist daher zurzeit sehr knapp und viele Bürger der Stadt sind sehr besorgt. Keiner weiß so recht, was die Zukunft bringt. Wir können eigentlich nichts anderes machen, als abzuwarten, was passiert. Ändern können wir sowieso nichts. Mhm. Wo kann ich hier was kaufen? Der Markt ist direkt vor der Tür. Dort solltest du eigentlich alles bekommen. Auf der anderen Seite der Stadt gibt es noch ein paar Läden und Handwerker. Die meisten sind in der Nähe vom anderen Stadttor. Ansonsten gibt es im Hafenviertel noch einen Fischhändler. Er hat seinen Laden direkt am Hafen. Du wirst ihn schon finden. Okay. Und tschüss. Es ist spät und dunkel. Und ich werde mich ohne irgendwas zu klauen mal hier irgendwo hinlegen. Obwohl, noch bin ich hier alleine. Aber hier gibt es auch gar keine Truhen. Und ich weiß ja auch gar nicht, welches dieser Betten noch frei ist. Das hat sie mir nicht verraten. Das hier sieht gemütlich aus. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Jawohl. Dann runter.
Das hier sind keine Waffen, oder? Nee, das ist alles noch Kulisse. Schade, schade, schade. Dann habe ich die Aufgabe, zum Bürger der Stadt zu werden und dazu muss mich irgendeiner dieser Handwerksmeister aufnehmen. Und außerdem, oh, Herberge zum schlafenden Geldsack, wie schön. Und außerdem darf ich dem guten Kanta erstmal bitte nicht über den Weg laufen. Das wird nicht so einfach werden. Ich gehe erstmal dahin, wo ich hergekommen bin. Und das ist da lang. Falsch. Das ist hier durch. Durch diese Grafikmods ist die Stadt relativ dicht bewachsen im Vergleich zum Originalspiel, glaube ich. Dann werde ich hier mal mein Gequatsche beginnen. Das wundert mich nicht. Da ist der Weg zum oberen Viertel. Da komme ich nicht lang, das ist klar. Das wundert mich nicht. Wieso wechseln die ja Efeu vor dem Tor lang? Das ist doch total hinderlich. Naja. Wer bist du? Das ist wirklich nicht mein Problem. Rupert. Nee, Rupert. Hallo, Fremder. Was hast du das denn schon? Du musst hungrig und durstig sein. Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich brauche Geld und ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich habe gehört, Bosper hat Ärger mit seinem Lieferanten. Sein Laden ist direkt gegenüber. Es heißt, er zahlt ganz gut. Ich bin ganz deiner Meinung. Aha. Eigentlich bin ich auf dem Weg zu den Paladinen. Da hast du schlechte Karten. Seit die Paladine sich im oberen Viertel breit gemacht haben, lassen sie kaum noch jemanden hinein. Eigentlich keiner auf mich. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Ich? Nein. Ich habe ja auch nicht viel zu melden. Es gibt nur wenige Leute hier in der Unterstadt, die genug Einfluss haben, um dich an den Wachen vorbeizubringen. Matteo, mein Boss, ist einer von ihnen. Vielleicht solltest du mal mit ihm reden. Matteo, so, so. Schlimme Sache. Wo finde ich Matteo? Du stehst direkt vor seinem Laden. Geh einfach rein. Er ist eigentlich immer da. Ich hätte das anders gemacht. Was ist mit den anderen einflussreichen Bürgern? Die Händler und Handwerksmeister hier an der Hauptstraße sind die wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt. Du solltest versuchen, bei einem von ihnen als Lehrling angenommen zu werden. So wie ich. Seit ich bei Matteo arbeite, behandeln mich die Leute in der Stadt mit Respekt. Er ist ein schmutziger Lumpen im Weg. Was hast du anzubieten? Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr und was von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Er muss das ja besser wissen. Erzähl mir mehr über den Bauernaufstand. Ja, du das nicht. Die Sache ist ganz einfach. Una, der fette Großbauer, will keinen Tribut mehr an die Stadt zahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind im Krieg mit den Orks und der Fettwanst will alles für sich haben. Normalerweise greift die Stadtwache in solchen Fällen hart durch. Aber jetzt kommt das Beste. Es heißt, Ona hat sich Söldner angeheuert, um sich die Truppen der Stadt vom Hals zu halten. Söldner? Das Ganze wird noch in einem verdammten Krieg enden. Als ob ein Krieg nicht reichen würde. Dieser Lumpen! Ich weiß langsam nicht. Was weißt du über Onas Söldner? Ich habe gehört, die meisten von ihnen sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Und ihr Anführer soll eine große Nummer beim König gewesen sein. Ein General oder sowas, den sie als Verräter eingelocht haben. Schlimme Zeiten sind das. Haha, das wird wohl Lee sein. Zeig mir deine Ware. 12 Äpfel, die sollte ich mir dringend kaufen, weil Äpfel geben Stärke. Ein Apfel kostet aber 8. 12 mal 8 sind 96 Goldstücke. Hätte ich sogar. Von selbst ist er nicht. Sollte ich wahrscheinlich gleich mal machen. Da kannst du eh nichts dran ändern. Den Rest, naja, nee. Wir können nur abwarten. Habe ich was für dich? Nicht wirklich. Ich muss erst was klauen hier irgendwo. Weg. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Also, Rupert bringt mich nicht weiter, der ist nur ein Händler. Wer bist du? Halt! Das Warenlager darf nicht betreten werden! Aber da ist so eine wahnsinnig interessante Truhe da hinten. Warum darf das Lager nicht betreten werden? Der ehrenwerte Lord Hagen hat die Ware für die Armee des Königs beschlagnahmt. Okay. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Hörst du schlecht? Ein Schritt weiter und ich hack dich in Stücke. Ich gehe ja schon. Das hat er wirklich nicht verdient. Wie unfreundlich. Das ist doch alles. Dann soll ich mal mit Matteo sprechen, sagt sein Lehrling Rupert. Das hast du nicht gewusst.
Was ist das hier für ein Etablissement? Von mir? Matthäus allerlei. Aha. Ich weiß gar nicht, warum er sich. Kuckuck. Was kann ich für dich tun? Oh, du kannst mir mal den Buckel kratzen. Was weißt du über Paladiner? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtuern noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Oh. Ich habe so einiges gehört. Die Paladiner haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl dalassen. Ah, Rüstungen! Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So, so. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken. Weil sie ihre Befehle haben. Ja, typisch. Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Ich glaube nicht, dass ich daran was ändere. Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Aha. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Gibt es noch einen anderen Weg, ins obere Viertel zu kommen? Vielleicht. Wenn mir was einfällt, lasse ich es dich wissen. Das klingt aber seltsam. Warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Würde ich. Aber die anderen Meister würden nicht zustimmen. Ich habe nämlich erst kürzlich einen anderen Lehrling aufgenommen. Rupert wahrscheinlich. Wie bekomme ich die Zustimmung der anderen Meister? Du musst sie einfach von dir überzeugen. Geh hin und rede mit ihnen. Aber wenn mehr als einer von ihnen gegen dich ist, hast du keine Chance. Also benimm dich. Also mit einem kann ich es mir verscherzen. Bei wem könnte ich denn als Lehrling anfangen? Im Grunde bei jedem der Meister hier an der Hauptstraße. Da wäre Harad, der Schmied, Bosper, der Bogner, Torben, der Tischler oder Konstantino, der Alchemist. Irgendwer wird dich schon nehmen. Aber es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch hier in Korinis. Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. Das ist aber eine verdammte Menge. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Ja, das klingt doch gar nicht so schlecht. Wo finde ich diese Gritta? Wie gesagt, sie ist die Nichte des Tischlers. Sein Haus ist die Straße runter, das letzte Haus rechts vorm Schmied. Meine Meinung will ja keiner hören. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Eins nach dem anderen. Erfülle du erstmal deinen Teil der Abmachung und bring mir das Gold. Na gut. Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder, noch ungetragen. Interessiert? Die wird mich wohl 5000 Goldstücke kosten, stimmt's? 250, oh,
Es habe ich knapp nicht. Ach, Mist. Zeig mir deine Ware. Weil ich die Äpfel gekauft habe, scheiße. Ich kann ihm Sumpfkrautschengel verkaufen, da kriege ich 14 raus, dann reicht es immer noch lange nicht. Feuerball ist ein bisschen was wert, aber ansonsten ist ja nichts was wert. Ich merke mir das mal mit der Rüstung. So, erstmal Schluss. Ja, Matteo, du hast einen schönen Laden hier. In dem du offenkundig auch wohnst. Da ist ein Buch, das werde ich mir durchlesen können, ohne dass du Alarm schlägst, richtig? Das ist wirklich nicht mein Problem. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Jagd und Beute, die Blutfliegen, das habe ich schon mal gelesen bei Xardas. Deswegen gibt es auch keine Erfahrung mehr und deswegen ist das Video auch aus. Und weiter in Matteos Butze geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin!